Willkommen Leute, schön, dass ihr dabei seid und heute tragen wir mal hier eins der absoluten Flaggschiff-Wachse hier von Soft99 auf und zwar das aktuelle Fuzzercode. Bis zu 12 Monate sollen hier an Standzeit mit dabei sein und ich bin natürlich gespannt, wie sich das auch hier auf meinem Fahrzeug schlagen wird. In einem der letzten Videos haben wir den BMW mal komplett gewaschen, Lack ist komplett unversiegelt, aber optimal vorbereitet für das Wachs und wir fahren in den nächsten Tagen auch wirklich sehr, sehr weite Strecken und auch das in kürzester Zeit. Deswegen kann sich das Wachs natürlich auch mal hier in den Langzeittest mit begeben. Wir tragen das hier auf die Motorhaube auf, die ist riesengroß bei diesem Auto. Überhaupt kein Vergleich zu einem Mercedes C-Klasse oder hier zu meinem TTS. Die Haube, da ist richtig Fläche. Wir werden das hier mal komplett auftragen. Ich zeige euch nochmal, worauf es ankommt. Auch Richtung Ablüftzeiten gebe ich euch vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks mit, wie ihr das auch problemlos gut verarbeiten könnt. Und das ist ja hier sozusagen das Flaggschiff. Das ist hier der Vorzeigestern von Soft99. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Wachs hier auf dem Fahrzeug schlagen wird. Viel Spaß! Natürlich gehört zur guten Vorbereitung erstmal Fahrzeug richtig reinigen. Im Optimalfall sollte das Ganze auch vielleicht mal regelmäßig poliert werden, dass ihr halt einfach keine Rückstände mehr auf der Fahrzeugoberfläche drauf habt. Und es freut natürlich auch ein Wachs, wenn die Lackoberfläche nicht unbedingt schon 20 Jahre alt ist und der Lack komplett mattiert ist, sondern dass es einfach in einem vernünftigen Zustand ist. Das haben wir hier auf der Fahrzeugfläche definitiv. Alles in Ordnung soweit. Und jetzt tragen wir das mal gemeinsam auf. Hier die Fuzzercode-Variante. Ich nehme auch den Original-Auftrageschwamm dazu. Auf der Innenseite hier vom Deckel finden wir auch noch ein paar spannende Informationen und zum Beispiel wasserabweisende Wirkung. Und die ist bei dem Wachs nicht nur da, sondern wirklich richtig, richtig krass am Start. Dann haben wir auch chemische Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und Basen. Das heißt, ihr könnt auch mal mit einem leicht sauren Shampoo, auch mal mit einem Insektenentferner zum Beispiel arbeiten, der nicht pH-neutral ist, vielleicht Richtung pH-Wert 9, 10, 11 geht. Können wir definitiv auch in Zukunft nochmal mit testen. Und das Ganze hier in so einem leichten, sagen wir mal, leichten grünen Ton gehalten. Und dann nehmen wir uns hier den Applikator, der mit dabei ist. Ihr könnt natürlich auch andere Applikatoren nutzen, aber der ist original mit dabei. Tauchen hier in die Dose ein, legen den praktisch rein, passt auch vollständig hier in die Dose rein, legen unsere Hand ein bisschen drauf und dann reiben wir das so ein bisschen, wie als würden wir an einer Uhr drehen. So ein 2, 3, 4 Mal hin und her. Wichtig ist auch, drückt nochmal mit dem Finger auf die Mitte, dass ihr hier auch auf die Mitte vom Applikator ein bisschen Wachs drauf habt. Ich würde bei so einer großen Motorhaube das Ganze wirklich dritteln. Hier kann man das schön über diese kleinen Erhöhungen gut einteilen, wenigstens Motorhaube teilen. Also nicht da oben anfangen und ein bisschen rüber und wieder zurück, diese riesen Bahn ziehen, sondern wirklich, dass ihr überall ausreichend Produkt drauf habt. Ich fange hier oben an dieser Stelle an und gehe jetzt hier wirklich einfach erstmal diese Hauptfläche lang, den Rahmen sozusagen setze ich. Und dann könnt ihr mit dem Fuzzo einfach schön hin und her gehen. Denkt wieder dran, an den Wendebahnen hier hinten und hier vorn schiebt ihr euch immer ein bisschen viel Wachs auf. Das ist bei jedem Wachs so. Und deswegen zeige ich euch gleich noch meinen Trick. Jetzt haben wir erstmal schön diese Flächen benetzt. Hier machen wir das jetzt auch noch. So, diese Kante. Und jetzt haben wir an den Endpositionen immer sehr viel Wachs aufgeschoben. Was machen wir also? Wir gehen diese Kante nochmal ab. Und damit haben wir überall eine schöne Verteilung. Auch nochmal den Streifen. Und damit habt ihr das eigentlich schon gut verteilt. Ob ihr das Ganze jetzt auch nochmal in Längsrichtung auf der gesamten Oberfläche macht, ist euch überlassen. Wichtig ist, schön gleichmäßig und keine dicken Wachsschichten aufschieben. Geben wir nochmal die Kanten ab. So, und damit haben wir es auf der ersten Teilfläche verteilt. Das kann jetzt in Ruhe ablüften und damit gehen wir mal auf die zweite Stelle. So, ich nehme mir aus der Wachsdose nochmal ein bisschen Wachs auf den Applikator. Soft99 sagt, bis zu 20 Fahrzeuge soll man damit schaffen. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung her, ihr könnt da auf jeden Fall mehr als 20 machen, aber die gehen ja auch ein bisschen konservativ ran, das muss man mal ganz klar dazu sagen. So, und jetzt bei der großen Motorhaube muss man sich ein bisschen lang machen hier. So. Ich zeige euch jetzt mal in richtig realer Geschwindigkeit hier, wie ich das immer mache. So. Und jetzt die Kanten einfach längs bahnen. So. Auch hier vorne lang. Und jetzt gehen wir hier drüben noch hin. Und dadurch, dass es ja so massiv ergiebig ist, so ein Wachs, kann man echt lange hier mit so einem Applikator auch arbeiten. Thema Ablüftzeit, müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen, auch kommt ein bisschen auf die Umgebungstemperatur an, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Wichtig ist, dass es so einen leichten weißen Schleier bekommt und nicht mehr so ölig ist. So, hier drüben noch.
und jetzt alles in Längsbahn schön verteilen. Und dadurch, dass wir uns wieder die Ränder aufgeschoben haben, zack, einmal den Rahmen außen rum und fertig. Ihr seht ja auch nochmal, hier habe ich einen kleinen Streifen freigelassen, damit wir auch vom Beading und Sheeting einen schönen Unterschied sehen. Und ich gehe nochmal genau an der Kante lang. Ja, so 3-4 Minuten einfach mal abwarten, schauen, auch mal kontrollieren mit Mikrofasertuch, wenn das schon ein bisschen trocken wird, so ein bisschen Art staubig, dann könnt ihr das wunderbar runternehmen. So, hier seht ihr mal diese Schicht und deswegen gehe ich auch mal richtig schön mit euch in die Nahaufnahme, damit ihr das richtig gut sehen könnt. Bei so einer großen Oberfläche würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall zwei Tücher zu nutzen. Ich würde erstmal eins nehmen, um die groben Rückstände zu entfernen und dann ein zweites Tuch, was hier dann wirklich das finale Glanzfinish erzeugt, damit ihr einfach eine schöne, klare Oberfläche habt. Und wir können ja mal kurz testen, so mache ich das immer. Ich suche mir dann hier eine Stelle raus, hier ungefähr so in dem Bereich. Und dann können wir mal schauen, seht ihr hier so einen leichten Film drauf? Wenn ich jetzt hier raufgehe, muss ich das ganz trocken, sauber auspolieren lassen. Seht ihr diesen glänzenden Bereich? Ich kann immer ein Stück weiter hier runter gehen auch. Guckt mal, so easy einfach. Und das Tuch muss auch ultra leicht rutschen. Dann wisst ihr, dass es schön und gut funktioniert hat. Das Tuch sieht man auch hier, wie es die Fasern so ein bisschen dann auch verschließt, ganz klar. Tuch muss im Anschluss in die Wäsche. Und dann fangen wir einfach mal hier oben an. Ich lege das Tuch ganz entspannt auf und dann in kreisenden Bewegungen gehe ich jetzt hier oben diese Kante ab. Hier muss ich jetzt ein bisschen langen Arm machen. Jetzt gehe ich hier wieder ein Stück zurück und erstmal alles nur mit einer Tuchseite. Nehmt zwar immer eine frische Ecke, man merkt auch immer sofort, wenn wieder eine frische Stelle vom Tuch aktiv ist. Jetzt merkt man hier, die Fasern werden ziemlich voll. Also zack, nehme ich das nächste Stück vom Tuch und mit dieser großen Motorhaube. Da ist das wirklich doch auch ein bisschen aufwendiger. Also da kann es auch wirklich sein, dass man ein zweites oder ein drittes Tuch braucht, weil es natürlich sich um viel, viel Wachsrückstände handelt. Nächste Seite. Ihr braucht auch nicht sehr, sehr lange warten. Also keine 10, 15 Minuten, dann wird das Wachs wirklich richtig, richtig hart. Also ich denke mal so nach 1-2 Minuten könnt ihr ja schon mal nachkontrollieren, wie es ausschaut. Hier an dieser Kante werden wir dann eine kleine Wachskante haben. Hier am Emblem gehe ich auch nochmal mit drüber. Und dann hier nochmal sauber an der Kante lang. So, selbes Tuch immer noch. Ich nehme aber mal die Rückseite, die noch komplett frisch ist. Ich kann das Tuch jetzt auch mal hier so doppelt nehmen, das geht auch. Hier merkt man jetzt schon, dass das Wachs schon richtig gut abgelüftet hat. Also das wird jetzt höchste Zeit, dass wir es hier runternehmen, sonst wird es zu fest. Man merkt richtig, wo das Wachs noch nicht runterpoliert ist, da stockt das Tuch um. Sobald diese abgelüftete Schicht weg ist hier, da rutscht das Tuch super, super glatt. So, und damit haben wir jetzt die groben Rückstände runter. Immer gut, wenn ihr ein bisschen so Deckenlicht dazu habt, damit ihr es genau kontrollieren könnt. Ich gehe nochmal die Kante am Klebeband ab. Und jetzt ist das eigentlich schon erledigt. Aber ich habe euch ja gerade gesagt, nochmal so eine kleine Kontrolle. Einfach nochmal komplett mit einem frischen Tuch. Hier, guckt mal, hier. Und hier drüben, da klebt das Tuch richtig. Und hier drüben, da rutscht es super. Also bildet auch eine schöne, glatte Oberfläche. Hier einfach jetzt nochmal ganz entspannt rüberrutschen. Zack, fertig. Dasselbe auch hier drüben, ultra glatt. Kontrolliert nochmal alle Ecken nach, dass ihr alles schön erwischt habt. Hier nochmal großflächig drüber gehen. Braucht auch nicht stark drücken. Und schon ist das Ganze hier super glatt. Wahnsinn. So. Und damit Wachs komplett verarbeitet. Lassen wir jetzt auf jeden Fall ein paar Stunden ablüften, aushärten, damit das sie richtig anziehen kann und natürlich dann in den nächsten Tagen auch schön standhaft hier gegen die Witterungseinflüsse auch da einfach standhalten kann. Für die Nachpflege des synthetischen Wachses empfehlen wir das Speed & Barrier. Den Detailer zeige ich euch auch gleich, denn der sieht so aus. Ne? Den habe ich natürlich auch in der neuesten Variante zu Hause. Auch hier ist nochmal genau beschrieben, wie er anzuwenden ist. Und den könnt ihr einfach als Zusatzpflege mit nutzen. Und der bringt auch nochmal ein bisschen Schutz mit. Und der ist speziell für das Fusselcoat einfach gemacht von Soft 99. Also hier als Zusatzpflege gerne auch den Speed & Barrier als Detailer mit dazu nutzen. Gilt natürlich auch für alle Farben. Weiß, schwarz, alles was ihr so habt. So, das Beste, was ihr machen könnt, der ganzen Sache wirklich mal so einen halben Tag Zeit geben. Das sind jetzt ungefähr 6 Stunden, die jetzt vergangen sind. Aber ich denke, wir können uns hier das Ergebnis schon mal anschauen. Vom Abhärverhalten sieht es doch
denke ich mal, sehr, sehr gut aus. Jedenfalls hoffe ich das doch. Beim Fusocode wurde ich da eigentlich noch nie enttäuscht. Gucken wir uns mal an mit einem ganz feinen Nebel hier. Ist wirklich richtig, richtig fein. Da können wir uns gleich die ganz, ganz feinen Perlen angucken. Jetzt guckt euch das hier mal an. Das ist absolute Kunst. Wir gehen mal richtig nah ran. Die Tropfen hier sind so klein, obwohl der Nebel gleichmäßig draufgefallen ist. Hier flachen die Tropfen alle ab und verbinden sich mit den anderen. Hier habt ihr wirklich ganz feine einzelne Tropfen, die man kaum erkennen kann hier auf der Kamera. Obwohl ich genau drauf gesprüht habe. Sprühe ich mal mehr, baut sich immer weiter auf. Baut sich immer weiter auf und hier sieht man ein ganz, ganz tolles Bild, oder? Das ist Kunst. Zack. Absolut top. Guckt euch das hier an. Nichts, ich sprühe nichts weiter drauf. Guckt mal. Das ist magisch, Leute. Das ist magisch. Das ist faszinierend, oder? Guckt mal hier. Komplett trockener Lack. Trotzdem der Tropfen rutscht runter. Ich mache nichts. Da reichen die, keine Ahnung, übertrieben gesagt, die Erderschütterung. Guckt euch das mal an. Und auf der anderen Seite, die größten Tropfen, nicht mal ansatzweise so groß, die kleben. Also, ein absoluter Traum. Ich kann ja mal ein bisschen pusten. Das genießt das. Das ist absoluter Wahnsinn. Hier oben noch ein bisschen was draufsprühen. Wie das auf der Oberfläche klebt und sobald es hier drauf kommt, guck mal, null Rückstände, hier, nichts, das ist für mich nicht, das ist nicht hochhydrophob, das ist das Maximum. Guckt euch das an. Ist das nicht einfach wunderschön? Das ist das Fusocode, wie wir es eigentlich immer gekannt haben. Zack. Ein absoluter Wahnsinn. Guck mal, die rutschen über den komplett trockenen Lack rüber. Wir lassen uns einfach mal auf uns wirken, oder? Jetzt wird es gleich steiler und zack, weg ist er. Ich freue mich auf eure Meinung unten in den Kommentaren. Was sagt ihr? Ist das das Beading Maximum? Das ist das Maximum. Absoluter Wahnsinn. Das ist immer wieder gut. Also auch das aktuelle Fusocode ist wirklich immer noch eins mit der besten Wachse, die es auf dem Markt gibt. Beachtet hier meine Tipps, tragt nicht zu viel Wachs auf, achtet auch darauf, dass ihr euch nicht solche Berge aufschiebt. Das sind alles so kleine Tipps, die ich euch mitgeben kann. Dann mit wenigstens zwei Tüchern auspolieren und dann habt ihr eine schöne gleichmäßige Versiegelung drauf. Und dieses synthetische Wachs arbeitet einfach absolut perfekt. In dem Bereich vom hydrophoben Verhalten her ist das die oberste Liga. Es ist auch das stärkste Wachs, was Soft99 im Sortiment hat. Auch von der Standzeit her, auch von der chemischen Resistenz her. Da können wir auch in Zukunft noch mal ein paar Tests machen. Aber das wäre jetzt mein Video hier zum Wachs. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein und wir nehmen das Ganze in den Langzeittest. Ich werde das Fahrzeug auch jetzt die ganze Zeit nicht polieren. Wir werden mal schauen, wie schlägt sich das so in nächster Zeit. Wir werden das auch mal chemisch belasten. Wir werden auch genau den Streifen lassen. Ihr werdet den Streifen auch in den nächsten Videos immer wieder wiedersehen und dann bin ich mal gespannt, wie viel das Wachs hier auch aushält, denn wir werden das auch mal richtig in die Mangel nehmen, oder? Mit so einem richtig schönen alkalischen Vorreiniger. Wir machen da verschiedene Tests, wird sehr, sehr cool. Jetzt kann es sicher noch weiter entspannen. Ihr habt ja gesehen, wenn hier Wasser raufkommt, das interessiert das Wachs nicht. Kannst es mit Luft wieder runterpusten, kannst selbst mit dem Mund runterpusten. Problemlos. Also schaut es euch gerne mal an, wenn ihr dazu Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Es sind auch genug Gramm drin, ihr kommt da sehr, sehr lange mit hin und ihr könnt auch hier die verschiedenen Oberflächen damit behandeln, auch Panoramadach. Bitte nicht auf die Frontscheibe, ihr könnt es aber hier oben auf so ein Carbondach, könnt es genauso drauf machen, ihr könnt es auch auf ein Panoramadach drauf machen.
Aber wie gesagt, nicht auf die Frontscheibe, da definitiv nicht machen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hat sehr viel Spaß gemacht, immer wieder beeindruckt. Sehr, sehr schöne Sache. Und wenn ihr Fragen zum Wachs habt, unten in die Kommentare rein. Und ja, die Bilder jetzt im Anschluss nochmal für euch zum Genießen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.